So, da sind wir auch schon wieder zurück. Das Rätsel ist immer noch da und wir wissen im Moment noch nicht ganz, wie es weitergeht. Moment, ich habe mal eine Idee. Wir laden mal kurz. Wir sind ja hier gewesen. Ich gehe jetzt mal direkt hier wieder rein. Und gehe jetzt hier einfach hoch. Weil der Weg hat uns ja anscheinend gerade null weitergeführt. Ah! Alter, ja. Alter, Hals, Maul, das geht denn hier ab? So. Oh, oh. Runter! Weiter, 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 weiter. Oh, lol. Was war das denn? Das war alles so haarscharf. Na gut. Das ist jetzt ja easy. Also nicht ganz so easy, aber... Jetzt bin ich zumindestens kurz neu laden, Moment. So. So, das Fleisch nochmal neu nehmen. Dann werde ich jetzt hier was hinschmeißen. Moment, wie geht das? So. Nee, ich muss das erst dem Typen da hinschmeißen und dann. Nein, Moment. Da. Warte, ich speichere hier nochmal ganz kurz. So. Und dann rein. Dann. Ey Leute, jetzt chillt doch mal. Ohne Witz, seid doch nicht so gierig. So. Hier. Okay. Oder ich spring einfach sofort runter. Vielleicht brauche ich das Fleisch da gar nicht und gehe da einfach sofort rein. So. So, das sieht doch eigentlich schon fast so aus, als wäre ich hier fast durch, würde ich jetzt mal sagen. Also, ich komme dem Tempel, glaube ich, näher und ich habe jetzt genug mit diesen Paramites zu tun gehabt. Ey, Alter, waren die nervig. Also, vor allem die ganze Aktion, ich muss erst mal gucken, wie ich da durchgerusht bin. Das war ja der Wahnsinn, würde ich bald schon sagen. So, jetzt können wir nochmal ein Stückchen höher. Da können wir auch nochmal ein Stückchen höher. Hier ist nix. Gehen wir hier mal rein. Hier ist ein Speicherpunkt. Nice. Ich sehe schon, wir kommen, klettern diesem etwas immer höher und höher entgegen. Speicher ihn mal. Ich kann mal. Ach, hier kommst du gerade gar nicht weiter. Das sieht schon fast aus, als wäre hier das Oberhaupt der Geschichte. Ja, cool. Eine Zwischensequenz. The Big Face said I'd learn much through my quests. This hand scar would help me, for more dangers await. I would need its full power to complete my fate. Eieiei. Habe ich jetzt neue Mächte oder sowas? Ich weiß nicht, glaube ich, hier kann ich weiter. Eb kehrte endlich zurück nach langem Derben seiner rechten Hand mit der Paramite-Narbe. Okay. Hier sind wir wieder zurück in diesem Tempel, wo alles begonnen hat. Und jetzt kommen wir zurück. Genau, zu dieser Geschichte hier. Der erleuchtete Licht, Paramonia, haben wir ja gerade bereist. Da haben wir auch das Zeichen für Paramonia. Das leuchtet da schon. Jetzt müssen wir noch Scrabania oder Scrabania besuchen gehen. Eieiei. Ich weiß jetzt aber allerdings noch nicht. Ach so, das macht das Ding nur an und aus. Was das andere noch kann, ne? Scrabania. Ja, komm, ab nach Scrabania.
Da haben wir jetzt ja Paramona, ja, oder wie das auch immer hieß, erfolgreich abgeschlossen und jetzt geht's dorthin. I witness Grabania. Desolate and bare. Boneyards of scrabs that used to roam there. Now they're cut, ground, and mashed into little cakes. Go get 'em! Critters destroyed for profit's sake. Oh ja, das sieht ja echt klasse aus hier. Jetzt kommen wir zu den Scraps da, die eigentlich auch nicht gerade besser sind zu uns. Die werden uns auch mit einem einmal anstürmen, sind wir da quasi schon tot mit. Hier können wir nichts machen. Hier können wir nochmal schauen, was das, dieses leuchtende Ding bringt. Um Elum zu besteigen, ja, ja, das war ja schon klar. So, ich meine, wir können ja auf jeden Fall weiter. Hier drüber springen können wir nicht. Die schlafen ja auch noch. Warte mal, kann ich hier schon? Nee, da sind die Teile im Weg. Nee, nee, schaden kann ich nicht. Dann glaube ich, muss ich hier rein. Oh, lol. Okay. Verstehe. Oder ich verstehe eher nicht. Also erstmal mache ich hier einen kleinen Speicherpunkt hin. Dann springe ich hier nochmal rein. Und dann werde ich komplett wieder erschossen. Wahrscheinlich muss ich da irgendwie die Mine aktivieren. Das könnte sein. Alles klar. Ja, da hat man eigentlich genug Zeit für. Glaube ich. So. Okay. Das ist natürlich schwierig. Aber ich kann mir vorstellen, dass das so gemacht werden muss. So, oder hat man hier noch andere Möglichkeiten? Kann man hier rüberhüpfen? Ah, kann man. Ja, okay. Jetzt ist das Ding, glaube ich, noch ein bisschen besser. Ich bin mir nicht sicher. Okay, hier kann ich erst noch nicht rüber. Das ist schon mal klar. Ja, ja, nee, alles gut, alles gut. Jetzt hör auf zu lachen. So. Springen wir halt hier rüber. Zack, zack. Einmal kurz hier rein. Den ändern. So. Oh. Der steht hier noch. Na gut. Gleiches Spiel von neu. So. So, dann speichere ich hier auch nochmal einen Switz. Lass mich bloß in Ruhe. Wie lange läuft er denn jetzt? Das ist die Frage, ne? Alter! Was soll sowas? Hm, okay. Das ist natürlich jetzt interessant. Ich muss das kurz. Macht das jetzt was an und aus? Warte, Moment mal. Ich lade nochmal. So, und dann. Weiß ich, was ich. Wie oft ich das gedrückt habe. Okay, hier werde ich sofort erschossen. Hm, komisch, komisch, komisch. Wie mache ich das denn jetzt? Gibt's noch eine. Ach nee, warte, vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit, daran vorbeizuschleichen, weißt du? Hier schläft ja einer. Ein Momentchen mal. Der kann ja gar nicht klettern hier, weißt du? Ah, okay. Hahaha, Wutz. So, dann kann ich hier nämlich noch rein. Aktivier das nochmal eben kurz. Spring wieder zurück. Und dann schauen wir mal hier weiter. So, dann speichern wir aber auch immer wieder ganz
fix. Hier kann ich natürlich nichts machen. Dann werde ich hier einfach mal rüberspringen wieder. Was das nur gebracht hat, weiß ich nicht. Vielleicht ist der jetzt ein bisschen aktivierter. Ach so, jetzt bin ich hier. Dann kann ich den jetzt nehmen und schon mal in die Luft springen. Mit dem vielleicht hier runter. Und den erschießen. Das, und dann kann ich das auch in die Luft sprengen. Und dann dürfte das Ilum da durchkommen können. Eventuell. So, ich könnte mir jetzt aber auch vorstellen, dass ich jetzt nochmal zurück muss. Aua, aua, aua. Ja, sorry, sorry, sorry. Dass ich hier nochmal drauf klicken muss. So. Und dann jetzt hier nicht so ganz hoch fliege. Ah doch, anscheinend schon. Ja, dann laufe ich hier nochmal hoch und deaktiviere den nochmal. Dann kann ich vielleicht... Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe da... Ach, das ist das. Ilum, wie kommst du denn jetzt hierher? Stellst du dich vor... Ja, ist klar. Hier vielleicht nochmal rein? Na hier, da komme ich ja wieder hier hin. Ach, was ein Quatsch hier. Ich sehe es ja gerade schon selbst. Ich kann ja hier selbst hochklettern. Da muss ich ja gar nicht großartig hier rum vorwerken. Ah, nein! Bitte nicht! Alter, bitte hier hoch, bitte! Eins, hochziehen, zwei, hochziehen und nochmal. Genau. Das dürfte jetzt ja wohl reichen, um das Ilum-Ding da mal zu rufen. Ah, da ist es ja auch schon. Wunderbar. Hallo, Ilum. Kann wir reiten mal nochmal bis dorthin. Machen nochmal kurz so ein Speicherstand und dann springen wir hier über diese Klippe. So. Hi. Wahrscheinlich sind wir auch schon wieder ordentlich am Springen. Ist hier irgendwas Wichtiges? Ich schätze bald nicht. Nein, komm, dann laufen wir nochmal ein bisschen hier zur Downs. Alter! Ne, hier scheint mir sonst nichts mehr zu sein, ne? Das sind wahrscheinlich immer nur diese Jump-and-Run-Passagen, die wir dann durchbrechen müssen. Und dann läuft das. Ich nehme dich nochmal hier. So, hier können wir gleich runter. Die Suche nach den... Keine Ahnung, was da schon wieder stand. Das baut sich immer so blöd um. Dann musst du halt irgendwie von der Mitte anfangen zu lesen und machst das Ende dann. Auch hier ist dann wieder Passwörter gefragt, wahrscheinlich. Okay, das kriege ich hin. Ah ja, cool. Dann habe ich jetzt diese magische Fähigkeit wieder. Dann kann ich wahrscheinlich das Ding jetzt auch in die Luft jagen. Ob ich das wohl nachher als Fähigkeit besitze, das wäre natürlich lustig, ne? Wenn ich dann irgendwie durch bestimmte Tastenkombinationen sowas aktivieren könnte. Hier kann ich nicht stehen bleiben, ne? Doch, kann ich. So, hier ist schon das Ding aktiviert. Dann schauen wir mal hier, was da drin steht. Okay. Das war... Ja, ich weiß jetzt ungefähr. Komm. Gehen hier runter und müssen wahrscheinlich hier gleich ein Passwort eingeben. Hello. Hi. Hello. Do you know the password? Ja. Okay. Das war ja easy. Komm, Ilum, wir müssen hier drauf. Und dann geht's hier wahrscheinlich hoch.
Lol, hier ist auch Abe Goes Wanted. Also gesucht. Ja, läuft bei dem. So, Elum. So, ich sehe gerade, es ist wieder Zeit, den Part zu beenden. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich habe leider komplett vergessen, welche Nummer das mittlerweile ist, weil ich jetzt schon seit gefühlt 2-3 Stunden aufnehme. Aber macht euch nichts draus. Die Partnummer steht ja auch im Thumbnail und im Titel. Also von daher wisst ihr Bescheid und besser Bescheid als ich. Genau, ich verabschiede mich und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss.